Kampfrichterinnen oder Kampfrichter sind natürlich Menschen, sind keine Roboter. Das ist sicherlich keine einfache Aufgabe, als Kampfrichter da zu sein, aber die sind geschult, die haben ein gutes Auge und ja, da hofft man natürlich auch als Athletin, als Turnerin, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Und genau dafür sorgen Anna Kletetschka und ihre Kollegen. Ihre Aufgabe ist es, Kunstturnerinnen wie Kim Bui objektiv und fair zu bewerten. Ja, bei uns kommt es darauf an, dass wir die Perfektion bewerten. Wir wollen perfekte Übungen und das Kunstturnen, gerade vor allem auch bei den Frauen, steht für die perfekte Übung, die wir sehen möchten. Und das kommt darauf an. Man muss als Kampfrichter ständig sein Auge schulen, sich sehr gut vorbereiten, vor allem auf so hohem Niveau auch, weil man das ja bewerten muss und von so vielen Turnerinnen die beste Übung rausfinden muss. Die Ansprüche der Kampfrichter an die Athleten und ihre Leistungen sind also sehr hoch. Doch gelingt ihnen selbst auch die perfekte Bewertung? Ja, das gelingt uns schon. Wenn die Mädchen sehr, sehr schön turnen und das zeigen, was auch die internationalen Richtlinien sind, dann gelingt uns das sehr. Es ist nicht so, dass wir gegen Turnerinnen oder gegen die Trainer arbeiten als Kampfrichter, das wird gern so dargestellt, aber das ist es definitiv nicht. Wir freuen uns genauso, wenn Übungen gelingen und wir sehr, sehr nette Wertungen rausgeben können. Und wir sind genauso traurig, wenn mal was nicht gelingt. Kim Bui hat schon bei 3 Olympischen Spielen als Athletin teilgenommen. National hat sie selbst schon als Kampfrichterin fungiert. Sie weiß also um die hohen Ansprüche an sie als Athletin, kennt aber auch die andere Seite. Es sitzt ja nicht nur eine Person da dahinter, die diese Note macht, sondern mehrere. Und die schlechteste und die beste Note fällt ja raus, sodass es ja irgendwo natürlich ein Gleichgewicht auch herrschen muss oder herrscht. Das ist halt der Sport und das ist halt nicht wie in der Leichtathletik, wo tatsächlich eine bestimmte Weite oder eine Höhe oder auch eine bestimmte Zeit irgendwie ausschlaggebend ist, sondern tatsächlich sitzen da Menschen, Kampfrichter, Kampfrichterinnen, die halt eben die Übung bewerten. Und deren Arbeit ist alles andere als einfach. Man entscheidet in Minisekunden ein Element anzuerkennen, zu bewerten. Sind die Zehen gestreckt, sind die Hände gestreckt, sind die Beine gestreckt? Ist der Winkel in Ordnung? Das ist alles, das spielt sich so in schneller Arbeit ab oder schnellen Teilen ab, dass man das super konzentriert arbeiten muss. Also nach 2 Stunden Wettkampf, wie man es jetzt hat, ist man schon auch gut erschöpft. Athletik und Dynamik sind 2 wichtige Faktoren beim Turnen. Disziplin und Respekt 2 weitere. Und die spielen auch zwischen den Kunstturnern und Kampfrichtern eine große Rolle. Kim ist für uns wirklich die Grande Dame des Turnens, hier in Stuttgart sowieso oder in Baden-Württemberg. Sie hat sich einen Namen geschaffen, sie ist schon so lange dabei auf internationaler Bühne. Man schaut dann zu als Kampfrichter, wenn man die Zeit hat und gerade bei mir am Sprung war da nichts los, deswegen konnte ich mir die Stufenbachenübung anschauen. Es war ein Traum, man freut sich mit ihr und es ist einfach toll, dass sie noch weiterhin so aktiv dabei ist. Der respektvolle und faire Umgang zwischen Sportlern und Schiedsrichtern. Es gibt einige Sportarten, die könnten sich am Kunstturnen ein Beispiel nehmen.